Hast du mein Portemonnaie gesehen? Meinst du Portemonnaie? Ja, genau. Wie sieht es denn aus? Es ist orange. Orange ist es. Warum brauchst du es? Na, ich habe Hunger und will in ein Restaurant. Kein Problem. Dann lade ich dich ins Restaurant ein. Haben wir jetzt ein Rendezvous? Nein, wir haben kein Rendezvous, mon Dieu. Hallo alle zusammen. Heute sprechen wir über französische Wörter im Deutschen. Today we will talk about French words in the German language. Französische Wörter im Deutschen. Vielleicht weißt du nicht, wie man diese Wörter richtig ausspricht. Maybe you don't know how to pronounce these words correctly. Vielleicht weißt du nicht, wie man diese Wörter richtig ausspricht. Also wiederhole nach mir. Repeat after me. Wiederhole nach mir. Los geht's. Nummer 1. Die Chance. Die Chance. Zum Beispiel kannst du sagen, das ist eine einmalige Chance. This is a unique opportunity. Das ist eine einmalige, a unique Chance, opportunity. Dann das nächste. Charmant sein. Charmant sein. To be charming. Zum Beispiel, er ist sehr charmant. He is very charming. So it's kind of a mix of French and German. We don't say charmant, but we say charmant. Die Creme. Die Creme. So das E am Ende ist stumm. The E at the end is silent. Zum Beispiel haben wir hier die Tagescreme. So this means like the day cream. Das Dessert, das Dessert. Also wir sagen nicht Dessert, da ist kein T, wir sagen nur Dessert. Zum Beispiel, ich esse gern Dessert. Du kannst auch der Nachtisch oder die Nachspeise sagen. Als nächstes haben wir die Orange. Das ist eine Orange. Orange, also nicht Orange, nein, nein, nein. Orange. Und die Farbe sprechen wir so aus. Orange. Orange. Also du kannst sagen, die Orange ist orange. Das Portemonnaie. Das Portemonnaie. Oh nein, mein Portemonnaie ist leer. Oh no, my wallet is empty. Das Rendezvous. Rendezvous. Wo? Wir sagen auch das Date. Das ist eigentlich gebräuchlicher. We often say just date. This is actually more common. Gebräuchlicher means more common. Aber man kann auch sagen, wir haben ein Rendezvous. We have a date. Dann haben wir noch der Regisseur. Der Regisseur. The director of a movie. Zum Beispiel, Til Schweiger ist ein deutscher Regisseur. Das Restaurant. Das Restaurant. Also nicht Restaurant. Nein, 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 nein. Restaurant. Komm, wir gehen ins Restaurant. Und das letzte Wort, das Genre. Das Genre. Zum Beispiel, die Komödie ist ein Filmgenre. Die Komödie ist ein Filmgenre. So, das sind 10 ganz wichtige französische Wörter im Deutschen. Und ich hoffe, dass du die nie wieder falsch aussprichst. Ich hoffe, dass du die Wörter nie wieder falsch aussprichst.
Alles klar. Schreibe einen Satz mit einem der 10 Wörter in die Kommentare. Write one sentence with one of these 10 words in the comments. Bitte schau dir auch meine Webseite an, learngermanwithanya.com. Dort gibt es kostenlose Materialien zum Deutschlernen. Check out my website, learngermanwithanya.com. There you can see a lot of free material for learning German. Dankeschön und tschüss.